Seid ihr herzlich willkommen. Das 3-Fragezeichen-Orakel. Was denkt er, wie fühlt er sich und was wird er tun? Das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, diese Orakel buchen. Ein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Diese Aufnahme erscheint am 22. Mai. In diesem Tag befindet sich Mond nach indischen Astrologie im Mondhaus Vishakha. Vishakha ist eine Feuergöttin und bedeutet etwas hinter uns lassen, symbolisch etwas hinter uns verbrennen. Dieser Feuerelement bedeutet aber auch die Zukunft, die Begeisterung, die Tatkraft, die Mut, etwas aufbauen. Und jetzt schauen wir an, was die Karten zeigen. Seinen Gedanken sehen wir oben. Das Herz bedeutet, er liebt dich. Aber er fühlt sich noch gefangen in diesem Turm. Entweder hat er noch eine Beziehung, fühlt sich aber in die Enge und möchte eine Veränderung. Oder dieser Turm kann auch bedeuten, er hat noch Ängste und traut das nicht, über seinen Gefühlen zu sprechen. Er hat noch hier ein Hindernis. Seinen Gefühlen sehen wir in der linken Seite. Das Brief bedeutet eine Nachricht. Entweder er meldet sich und dieser Park zeigt die Öffentlichkeit. Er möchte dich einladen, in die Öffentlichkeit mit dir treffen. Oder kann auch bedeuten, er hat diese Erwartung, dass du sollst schreiben. Die Karten können auch bedeuten, dass ist jemand in seiner Umgebung und versucht, ihm etwas vorzuschreiben. Und genau deswegen fühlt er sich noch gefangen in diesem Turm. Und nach außen, in die Öffentlichkeit, wird diese Problematik nicht gezeigt. Sie tun so, wenn das alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Was wird er tun? Das sehen wir in der rechten Seite. Das Haus bedeutet dein Zuhause und er möchte dich besuchen. Oder umgekehrt, er möchte, dass du ihn besuchst. In diesem Fall bedeutet dieser Brief eine Einladung. Kann auch sein, er möchte mit dir zusammenziehen und dieser Brief bedeutet dann ein Vertrag, ein Kaufvertrag oder ein Mietvertrag. Er sucht ein Objekt. In diesem Fall bedeutet dieser Turm entweder eine Großstadt oder ein Amt, wo er das alles erledigt. Dieser Schlüssel bedeutet sein Selbstsicherheit. Er wird etwas abschließen und mit dir öffnet sich eine neue Tür. Er sieht das als Chancen und Möglichkeiten. Oder dieser Schlüssel ist zu diesem Haus, weil dieser Objekt ist schon sicher. Was verbindet euch? Das sehen wir in der Mitte. Diesmal haben wir Buchstabe F. Was bedeutet für dich dieser Buchstabe F? Ich freue mich sehr, wenn du das im Kommentar schreibst. Was mir einfällt: Ferdinand, Franziska oder Florian oder Frankfurt oder fertig. Und die Tagesenergie sehen wir unten rechts. Diese Dame arbeitet von zu Hause aus im Internet.
Aber kann auch bedeuten, du hast Internetkontakte, jemand schreibt dir und du pflegst auch diese Freundschaften. Aber noch zurück zu diesem Buchstabe F. Die alte Schreibweise sehen wir in der Mitte, die sogenannten Rovage, Irage. Das ist so ähnlich wie bei Germanen, die Runen. Hier schließt sich der Kreis, bedeutet für euch beide auch Schutz. Und in der Mitte dieser Kreuz ein Treffen. Du wirst mit ihm treffen, aber du möchtest mit ihm alleine sein. Oder möchtest du etwas mit ihm besprechen? Wie soll das weitergehen? Und dieser Kreis rundherum schützt die Beziehung, schützt euch. Und das war diese Aufnahme. Wenn dir dieser Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn du das likest oder meinen Kanal abonnierst. Kannst du auch schreiben, was bedeutet für dich dieser Kreis und dieser Kreuz in die Mitte? Warum schließt sich hier dieser Kreis? Welche Verbindung könnte das bedeuten und welche Entscheidungen? Oder kannst du auch beschreiben, was bedeutet für dich diese Tageskarte? Ist es Arbeit von zu Hause, im Internet? Oder sind das Freundschaften und diese Dame pflegt diese Internetkontakte, vielleicht chattet mit jemand. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.